So etwas passiert jeden Tag auf unseren Straßen. Schon die Bilder der Crashtests sind für manche schwer zu ertragen. In der Realität enden solche Unfälle oft mit schweren Verletzungen. Wer sein Kind auf dem Fahrrad mitnimmt, braucht für die Kleinen einen sicheren Fahrradsitz. 16 Modelle hat der ADAC aktuell getestet. Immerhin 9 von ihnen haben mit gut abgeschnitten. Testsicher sind die beiden Modelle von OK Baby, also sowohl das Modell für die Montage am Sattelrohr als auch für die Montage am Gepäckträger. Die Gründe? Sie lassen sich beide gleichermaßen gut und stabil befestigen. Sie bieten große Sicherheit im Kopfbereich. Das Kind sitzt bequem und den Sitz kann man sogar in eine Liegeposition verstellen. Die Sitze lassen sich absperren und sind mit rund 70 Euro noch relativ günstig. Ein Testergebnis: Sitze auf dem Gepäckträger sind stabiler als die Modelle, die am Sattelrohr montiert werden. Sieger im ADAC-Test mit der Note 2,0 die Modelle von OK Baby. Testverlierer die beiden Modelle von Quibble. Testurteil mangelhaft. Die Probleme bei den Testverlierern sind erschreckend. Bei manchen hat sich aber die Halterung gelöst oder ist das Plastik gerissen. Und beides ist natürlich fatal, wenn sich dadurch der Sitz vom Fahrrad löst und das Kind auf die Straße stürzt. Der wichtigste ADAC-Tipp: Wer sich die Montage des Kinderfahrradsitzes nicht zutraut, ab in die nächste Fahrradwerkstatt und dort den Sitz von Profis montieren lassen. Sicher ist sicher.